Ja, dass wir hier bei Pearl TV hervorragende Notebooks zu sensationellen Preisen verkaufen dürfen, das wissen Sie mit Sicherheit schon lange, alles Markenprodukte. Aber wissen Sie auch, dass wir ja unglaublich viel Zubehörteile für Computers, für Computer, für Notebooks haben. Wenn Sie das nicht wissen, passen Sie jetzt auf, weil jetzt haben wir so ein Zubehörteil, das muss eigentlich in jedem Haushalt, wo ein Computer ist, dazu. Weil, ja, oftmals, Sie kennen das von einem Notebook, man hat ein tolles, schnelles, rasantes Notebook, aber irgendwann, wenn man viel damit arbeitet, merkt man, oh, da sind ja nur 2, 3 USB-Steckplätze dran und dann kommt man oftmals an seine Grenzen. Was soll man dann tun? Und dieses Problem wird eigentlich ganz, ganz einfach und kostengünstig gelöst durch dieses Produkt, das uns Lutz jetzt vorstellt. Ganz genau. Das ist nämlich ein USB-Hub. Ich vergleiche das jetzt mal mit der Steckdosenleiste, die Sie mit Sicherheit auch zu Hause haben. Gehen wir davon aus, mehrere bestimmt sogar, oder? 5er, 7er, 3er. Also ich glaube, ich habe da bestimmt 20 Stück bei mir im Haushalt. Wenn Sie auch sagen, ja natürlich habe ich sowas, bitte, dann einfach das Gleiche auch für Ihren Computer tun. Egal, ob es jetzt das Notebook ist oder der Desktop-PC, weil Ralf hat schon gesagt, die können genauso wenig genügend USB-Buchsen haben, wie wir im Haushalt Steckdosen haben. Und da macht man halt ganz einfach aus einer USB-Buchse 7. Das heißt, Sie verteilen das Ganze. Einmal Eingang, 7-mal Ausgang. Das ist das Clevere hier. Und da können Sie dann jetzt wirklich genügend Geräte dran anschließen. Natürlich zum Laden, klar. Weil heutzutage wird ja einfach alles über USB auch geladen. Bis hin zur Zahnbürste und zum Spielzeug und den Quadrocoptern. Aber eben halt vor allen Dingen auch, dass man das Ganze jetzt einzeln zu- und abschalten kann. Hier mit diesen kleinen Schaltern. Dann haben wir dann auch noch die LEDs zur Kontrolle. Und das ist zum Beispiel hier sowas, wie Ralf das jetzt da drüben hat, wenn man sagt, ich arbeite hier mit mehreren Speichermedien. Zum Beispiel jetzt hier haben wir 2 USB-Sticks, um es mal einfach zu halten. Wie gesagt, bis zu 7 können Sie hier einschalten, anstöpseln. So, und dass man auch wirklich jetzt ganz genau weiß, mit welchem Speichermedium, mit welchem USB-Stick arbeite ich da jetzt eigentlich gerade? Wovon kommen die Daten oder wo schreibe ich die Daten drauf? Das ist eben denkbar einfach hier, indem man jetzt einfach einzeln abschalten und zuschalten kann und über diese Kontrollleuchten da unten auch noch sehen kann, welche sind aktiv und welche nicht. Das ist das Geniale, was hier halt jetzt möglich ist mit diesem 7-Port-USB-Hub. Was ich auch schön finde, du kannst ja hier auch den Drucker zum Beispiel anschließen, weil der ist ja häufig oder jetzt mittlerweile immer über USB verbunden, aber ja, du brauchst ihn ja nicht permanent. Das heißt, wenn du ihn brauchst, schaltest du ihn zu. Oder du hast ein Netzteil dran von Handy-Ladegerät oder ein Kabel. Richtig. Brauchst ja auch nicht Dauerstrom. Also abschalten, wenn das Handy nicht dranhängt, das ist toll. Aber jetzt müssen wir auch hier sagen, es gibt ja hier auch so einen Generationensprung bei USB von 2.0 zu 3.0. Und da ist ja eine viel höhere Geschwindigkeit. Und das hier, müssen wir sagen, ist USB 3.0, also die neueste Generation. Exakt so sieht es aus, liebe Zuschauer. Weil hier reden wir jetzt über die aktuelle Version 3.0. Das heißt, wir reden über Datengeschwindigkeiten von 5 Gigabit pro Sekunde. Und wir sehen hier gerade mal so den Vergleich. Da würde jetzt die Übertragung von einer 5 Gigabyte großen Datei mit USB 3.0 40 Sekunden dauern. So, und jetzt machen wir das Ganze mal oben mit dem klassischen USB 2.0. Wobei, bitte nicht missverstehen, USB 3.0 ist natürlich abwärtskompatibel auch zu 2.0. Das heißt, wenn Sie da Geräte haben, die nur USB 2.0 unterstützen, auch kein Problem, können Sie alle dran anschließen, aber es dauert dann halt entsprechend länger. Aber man erkennt es auch immer hier an diesen blauen Lippen. Das ist immer dieses Kennzeichen für USB 3.0. Da weiß man, na, ah, das hier sind die High-Speed-Ports und da haben wir eben halt alle 7 davon bestückt. Da vorne, da sehen wir auch dann den entsprechenden Eingang hier. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Highlight da drüben. Da sehen Sie nämlich hier noch diesen kleinen Anschluss. Da stöpsel ich jetzt mal mein Netzteil dran an, denn das Ganze ist halt auch als aktiver Port benutzbar. Das bedeutet, es geht auch ohne, wenn Sie jetzt zum Beispiel auf Reisen sind, einfach nur sagen, ich möchte ein paar USB-Sticks anschließen, dann brauchen Sie das nicht. Aber wenn Sie zum Beispiel sagen, ich hätte jetzt gerne, sagen wir mal, externe Festplatten angeschlossen. Das heißt, diejenigen Geräte, die jetzt einfach mehr Strom ziehen über den USB-Port hier, die brauchen dann die Unterstützung des zusätzlichen Stromanschlusses. Und da können Sie dann eben halt zum Beispiel auch so eine externe Festplatte anschließen oder was halt auch sonst Sie hier anschließen möchten über USB. Und das Ganze, wie gesagt, alles hier einzeln schaltbar. Alles USB 3.0, sowohl als passiver, also ohne Stromzufuhr, als auch als aktiver Port benutzbar. Und das Gleiche trotzdem sehr schön kompakt. Also auch, wie gesagt, wenn man mal mit dem Notebook unterwegs ist. Und ich habe sowas ja bei mir auf dem Schreibtisch.
Schreibtisch stehen. Nämlich genau aus dem Grund, wie du es gesagt hast, dass es erstens schön sortiert und ordentlich alles ist, dass die Kabel da nicht irgendwie hinunterplumpsen. Und vor allen Dingen, dass man eben halt auch sehr bequem vom Schreibtisch aus sagen kann, so, jetzt brauche ich mal eben schnell den Drucker, den schalte ich ein. Jetzt brauche ich mal meine externe Festplatte, die schalte ich ein. Und hinterher das Ganze wieder aus. Sensationell praktisch, ein absoluter Kracherpreis auch hier, weil ich habe mir sowas für, glaube ich, fast 50 Euro damals geholt, muss ich sagen. Ja, das ist auch ein ganz regulärer Preis, gerade für so ein Siebenfach und nochmal USB 3.0 Hub, also mit der Geschwindigkeit immer vorausgesetzt natürlich Ihr Gegenstück, Ihr Desktop-Rechner oder Ihr Notebook hat auch USB 3.0 Schnittstellen, aber dann kann ich diese Geschwindigkeit voll ausnutzen. Also Sie sehen, das ist unglaublich praktisch und auch unglaublich günstig mit 28,41 Euro und ich sage Ihnen auch noch die Bestellnummer, die PX4894 und die 569. Und ich muss ehrlich sagen, diese Schaltbare, das finde ich so toll, weil du musst nicht mehr irgendwie gerade Drucker ein- und ausstecken oder ähnliches, du lässt es einfach alles drin. Ja. Ich glaube, mit 7 kommst du auch nicht an die Grenzen. Ja, das ist so, da kannst du alles Mögliche noch anschließen und vor allem, wenn du es aktiv machst, kannst du sogar mehrere Handys gleichzeitig laden, weil dann wird auch genug Strom zur Verfügung gestellt und die werden auch schnell geladen. Also das ist wirklich toll und Sie merken jetzt, was ich eingangs gemeint habe. Wir haben nicht nur tolle Rechner, sondern wir haben auch wirklich faszinierendes Zubehör. Ganz genau, und das zu faszinierenden Preisen, weil wie gesagt, hier, ich habe, wie gesagt, das ist jetzt schon 2-3 Jahre vielleicht her, aber ich habe damals für sowas hier, weil ich das Schaltbare wollte, weil ich halt genau gewusst habe, okay, das spart gerade bei einem Drucker auch im Standby-Betrieb, das summiert sich übers Jahr, da wollte ich ganz einfach Strom sparen und hier eben halt alles einzeln schalten können, habe halt damals fast 50 Euro dafür bezahlt. Sie sind ja schlau. Sie schauen Toll-TV und Sie bekommen das Ganze jetzt für 28,41 Euro, ein absoluter Kracherpreis mit unserer PX 4894 und die 569. Also jetzt ganz schnell anrufen, bestellen und sich den Pearl-TV-Sonderpreis sichern. Ja, also nochmal 28,41 Euro und die Bestellnummer PX 4894 und die 569. Sie sehen, es lohnt sich auch immer wieder, Pearl-TV einzuschalten, wenn Sie keinen neuen Rechner brauchen, weil Sie schon einen gekauft haben, sondern sagen, oh, ich guck mal, was Sie wieder Neues an Zubehör haben und immer dran denken, bei Pearl-TV bekommen Sie auch immer den wirklich tollen, tollen Pearl-TV-Sonderpreis. Also deshalb jetzt gleich anrufen. Das ist wieder mal ein schönes Zubehörteil und immer mal wieder reinklicken, denn wir haben wirklich, ich kann behaupten, hunderte von diesen kleinen Preis-Leistungs-Wundern, die man unbedingt braucht. Da, ja, der eine Tausende sagt jetzt, das war's, beim nächsten vielleicht das nächste Produkt. Also unbedingt immer wieder reinschauen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen USB-Port 7-fach.